habe mir für 30 Euro eine Tageskarte in Wiens modernsten Designer-Fitnessstudio gekauft. Und in diesem Video möchte ich euch meine Erfahrungen und Eindrücke von diesem Probetraining mitteilen. Dieses Fitnessstudio und das Training dort ist für mich wirklich ein sehr besonderes Ereignis gewesen. Es ist selten, dass man eine Kombination aus einem Designmuseum und einem Fitnessstudio vereint und vor allem dann noch auf so eine edle und moderne Art und Weise, wie es das John Reed in Wien gemacht hat. Es ist schwer, dieses Fitnessstudio mit anderen zu vergleichen, in denen ich bisher trainiert habe, denn es war für mich eine wirklich sehr neuartige Erfahrung. Es sind die Maschinen direkt neben einem Sessel und einem Tisch und einer Wand, die aussieht, als ob sie direkt aus eurem Wohnzimmer kommen könnte. Und genau diese Erfahrung habe ich für euch festgehalten und möchte in diesem Video etwas genauer darüber sprechen. Zuerst mal habe ich für 30 Euro ein Probetraining bzw. so einen Probetag abgeschlossen. Dann flott auf die Suche nach den Umkleiden begeben. Ich habe mich umgezogen und mit der Karte meinen Spind versperrt und dann mich auf die Suche nach den Trainingsgeräten gegeben. Bevor ich mit meiner Trainingseinheit gestartet habe, bin ich natürlich in den Cardio-Bereich gegangen und habe mich ans Laufband gestellt, um dort mal mich ein bisschen aufzuwärmen. Was mir hier besonders ins Auge gestochen ist, ist die Möglichkeit, sich mit seinem Netflix, Spotify-Account oder ähnlichen Accounts verbinden zu können, um so seine Serie oder seine Musik hören zu können. Fand ich auf jeden Fall sehr cool. Ich weiß, es gibt es in sehr vielen Fitnessstudios, aber dennoch ist es einfach ein nice Feature, das einem das Cardio etwas erleichtert. Ich habe damit begonnen, mich für mein Push-Training aufzuwärmen, indem ich eine Butterfly-Variante auf den Kabelzügen gemacht habe. Hier kann man schon recht gut erkennen, dass dieses Fitnessstudio kein typisches Fitnessstudio ist, denn der Hintergrund von meiner Videoaufnahme, wie ihr hier unschwer erkennen könnt, sieht so aus, als ob ich die Maschine in mein Wohnzimmer getragen hätte und dann davon ein Video gemacht habe, um es euch zu zeigen. Und diese Linie zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Video, denn jede einzelne Übung, die ich gemacht habe, wird von einem einzigartigen Hintergrund begleitet. Als nächstes habe ich mich auf die Suche nach einer Benchpress-Variante gemacht. Ich wollte Bankdrücken machen. Dafür musste ich dann zwei Stockwerke tiefer, nämlich noch einen Stockwerk tiefer als die Umkleiden, gehen. Und da sind dann noch weitere große Trainingsräume gewesen und eben unter anderem die Bankdrückstation. Ich habe dann dort gemütlich mein Bankdrücken gemacht und muss sagen, dass es an sich eigentlich eine sehr nette Erfahrung dort war. Was mich jedoch etwas gestört hat, ist, dass ich sehr große Hände habe und mich diese dünnen Stangen nicht ganz überzeugen. Als nächstes habe ich dann eine weitere Brustvariante an einer Maschine gemacht und hier kann man sehr gut anmerken, dass alle Maschinen in diesem Fitnessstudio von Gym 80 sind. Die Ausstattung ist somit eine sehr gute. Ich habe dann als letzte Übung in diesem Raum noch Seitenheben mit den Kurzhanteln gemacht und da hat mich vor allem gestört, dass ich direkt von einem Spotlight oben direkt ins Gesicht angestrahlt wurde und das war an sich nicht blendend, aber auf die Dauer jedoch sehr heiß und nicht wirklich angenehm. Als nächstes habe ich dann eine Trizepsdrückvariation am Kabelzug gemacht in einem anderen Raum. Hier war die Decke mit extrem vielen kleinen Leuchtmitteln, also so kleinen Glühbirnen behangen und das sah wirklich spektakulär aus, wie ich das erste Mal diesen Raum betreten habe. Und man merkt, dass sie sich bei diesem Fitnessstudio wirklich Gedanken gemacht haben, wie sie jeden einzelnen Raum individuell bzw. so individuell wie möglich gestalten können. Und das fand ich an sich eigentlich einen sehr guten und wirklich spannenden Ansatz. Dann habe ich eine weitere Trizeps-Variation gemacht, nämlich eine sitzende, über Kopf drückende Variation. Die habe ich dann in einem nochmals weiteren Raum gemacht und auch da hat man eigentlich sehr gut gesehen, dass wieder der Flair ein komplett eigener war, der sich von den anderen bisher gezeigten Räumen insgesamt sehr abgehoben hat, denn einfach wieder mal jeder Raum individuell gestaltet war. Als letzte Übung bin ich dann nochmals in den Anfangsraum zurückgegangen und habe dort etwas an meinem Bizeps gearbeitet. Und dann habe ich mich auch schon wieder in die Umkleiden begeben und mir gedacht, wenn ich jetzt schon mal hier bin, möchte ich unbedingt auch den Wellnessbereich austesten. Das heißt, ich habe meine Trainingssachen ausgezogen, bin mich kurz abduschen gegangen und habe mir den Wellnessbereich angeschaut. Und was mir hier sofort aufgefallen ist, ist die gemütliche und angenehme Atmosphäre. Es sind sehr viele verschiedene Liegemöglichkeiten vorhanden. Man kann sich hier wirklich extrem gut entspannen. Das Licht ist gedimmt und es ist alles darauf ausgelegt, wirklich
ein Wellness-Feeling zu erzeugen. Ebenso gab es ein Whirlpool und ein riesen Swimmingpool. In diesem Swimmingpool bin ich dann auch natürlich ein paar Bahnen geschwommen, das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Und als krönenden Abschluss habe ich mich dann noch in die Sauna gesetzt. Das war auf jeden Fall ein sehr angenehmes und ungewöhnliches Ende für ein Training für mich. Denn ich bin es gewohnt, dass ich nach dem Training mich in die U-Bahn setze, nach Hause fahre und dort duschen gehe. Und dieser ungewohnte Aspekt hat es für mich zu einem sehr entspannten Ereignis nach dem Training gemacht, da ich mich einfach hingesetzt habe und mal ein bisschen entspannt habe. Und das nicht in der U-Bahn mit vielen Menschen und Maske, sondern wirklich in einer sehr guten und angenehmen Atmosphäre, die dafür geschaffen ist. Nach meiner Trainingseinheit habe ich mich dann hinausbegeben und etwas über diese Trainingseinheit reflektiert. Ich persönlich muss sagen, dass ich dieses Studio wirklich einzigartig finde und wirklich, wirklich interessant und toll. Es war für mich ein Riesenerlebnis, aber ich bin auch zu dem Entschluss gekommen, dass es nichts für mich wäre. Ich würde nicht gerne in diesem Studio angemeldet sein. Und dies hat mehrere Gründe, die ich euch jetzt auflisten möchte. Diese Gründe sind, dass erstens für mich das Abo zu teuer ist. Ich möchte keine 80 bis 100 Euro im Monat für ein derartiges Fitnessstudio bezahlen, wo wirklich alles darauf ausgelegt ist, Leute, die sonst eventuell nicht so gern trainieren würden, davon zu überzeugen, ins Fitnessstudio zu gehen, denn ich gehe gerne trainieren, ich brauche diese Überzeugung nicht und ich persönlich brauche auch kein Wohnzimmer-Feeling in meinem Fitnessstudio. Zusätzlich zu diesem eben sehr hohen Preis wäre es für mich nicht das passende Fitnessstudio. Ich würde mich dort einfach nicht wohlfühlen. Ich brauche die Atmosphäre, ich brauche die Leute, die da sind, aus dem gleichen Grund wie ich, nämlich um sich wirklich so komplett auszupowern und jeden letzten Prozent Kraft aus sich herauszuholen und das ist dort einfach nicht der Fall. Aus diesem Grund würde ich mich persönlich dort nicht anmelden, auch wenn es wirklich ein wahnsinniges Erlebnis war, ein solches Designer-Fitnessstudio mal live erlebt zu haben. Aber das heißt nicht, dass es für dich da draußen im Bildschirm, wer auch immer das hier gerade schauen mag, nicht das richtige Fitnessstudio sein mag. Denn wenn du jemand bist, der nicht gerne trainieren geht, beziehungsweise sich eher dafür überwinden muss, trainieren zu gehen, dann könnte dieses Fitnessstudio genau das Richtige sein, denn du hast die Chance, hier mehr als nur Training zu bekommen. Du hast sehr viele Zusatzangebote und vor allem eine Atmosphäre, die eben keinem anderen Fitnessstudio gleicht und eigentlich auch nicht an ein Fitnessstudio erinnert. Und aus diesem Grund könnte dieses Fitnessstudio eben genau das Richtige für dich sein. Deswegen würde ich sagen, falls du in Wien lebst, gönn dir doch die 30 Euro, schau dir das Fitnessstudio mal an. Denn wenn du ein Abo abschließen solltest, bekommst du sie auch wieder zurück. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie ich Wiens bekanntestes Fitnessstudio getestet habe und was ich davon halte und vor allem, warum ich mich dort angemeldet habe, schaut euch dieses Video an.